Ein Saxophon, tausend Klänge. Der Saxophonist und Bassklarinettist Victor Fox hier live aus dem Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu unserer dritten Sendung von Und wir sind live, in der wir jede Woche ein Konzert streamen. Mein Name ist Fee Fritschi. Ich studiere Jazzklavier im fünften Semester, darf euch heute durch das Programm führen. Victor stellt heute sein neues Soloprogramm Circular Breezy vor. Was hinter diesem Titel steckt, was das Besondere am Solospiel ist und warum Hip-Hop eine Inspirationsquelle für freie Improvisation und Jazz sein kann, darüber werde ich nachher mit Victor sprechen. Zuerst hören wir nochmal Musik. Victor Fox mit einer zweiten Improvisation. Viel Vergnügen! Thank you.
Die volle Dröhnung, Bassklarinette, Victor Fox heute bei Und wir sind live, dem Streaming-Konzert aus dem Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz. Victor hat hier an der Jazzabteilung Saxophon studiert und ist heute mit seinem Soloprojekt zu Gast. Das wird er gleich vorstellen. Victor, nimm Platz auf unserem schönen neuen roten Sofa. Hey. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ist lang her, ne? Ja, war lange Zeit nichts mit Konzerten und ich habe auch sowas schon wieder viel zu lange nicht mehr gehört. Vielen Dank. Dein neues Programm heißt Circular Breezy und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das nicht nur der Projekttitel, sondern auch dein Alias. Wie kam das zustande? Genau, also bisher ist es eigentlich nur so meinem engsten Freundeskreis bekannt, dass ich mich seit neuestem jetzt auch Circular Breezy nenne, wenn ich Saxophon spiele. Das kommt daher, dass ich mich halt viel mit Extended Techniques auf dem Saxophon beschäftigt habe und halt auch sehr viel Hip-Hop gehört habe. Und aus der Extended Technique-Ecke kam halt so das Wort Circular Breathing, also Zirkularatmung, was man halt... was ich auch jetzt gemacht habe, wo man quasi spielt und gleichzeitig auch atmen kann. Und dann dachte ich so, wenn ich das jetzt noch so mit Easy verknüpfen könnte, dann wäre das okay, irgendwie ganz, ich verstehe. Ganz cool. So, dann habe ich mich halt Circular Breezy genannt. Und genau. Ja, jetzt steht halt erstmal so der Name für das Programm. Ob ich mich dann irgendwann mal nur noch so nenne, überlege ich mich noch. Okay, ich nenne dich jetzt einfach weiter Victor. Mhm. Es sei denn, du bestehst darauf, dann nenne ich dich Mr. Breeze, oder? Nee, alles gut, kannst mich Victor nennen. Oder Breeze Meyer? Nee, okay. Wir hören heute Abend ja ausschließlich Improvisationen von dir. Wie bereitest du dich auf so ein Konzert vor, wenn es kein Ausgangsmaterial gibt? Ich nehme an, dass du trotzdem irgendwie dich darauf vorbereitest, bestimmte Dinge übst und dass dich vielleicht auch Sachen inspirieren, die vielleicht heute passiert sind oder wenn du das eine Instrument in die Hand nimmst, dass dich das vielleicht schon mal irgendwie, dass dir das eine Initiation gibt, wie es losgehen könnte. Ja, also zum einen überlege ich mir natürlich schon, mit was für Material ich arbeiten möchte oder könnte. Heute auch. Also ich habe mich jetzt in der letzten Zeit mit Form befasst und so ein bisschen versucht, verschiedene Wege, Formen zu konstruieren, halt habe ich halt versucht rauszufinden. Da muss ich auch noch kurze Credits an meinen Kollegen Pascal Kleber geben, weil der mich auch so ein bisschen draufgebracht hat durch so ein Buch von Pierre Boulez
Und die sich, wo er sich mit John Cage, glaube ich, in Brieffreundschaft so unterhalten hat. Und die haben sich da über Form unterhalten und genau. Da ging es halt einfach um so Sachen wie Form durch Dynamik, Form durch Rhythmik. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann zum Beispiel mit befasse und dann überlege, bevor ich was spiele, jetzt könnte ich zum Beispiel eine Version oder eine Impro machen, wo ich mal mit Dynamik rumexperimentiere und mal in die, ja, das einfach sehr übertreibe und mal gucke, was so passiert. Und dann stellen sich so ganz schöne Schattierungen raus. Beziehungsweise es gibt so einen 3D-Effekt, finde ich, dass man quasi die Phrasen von allen Seiten beleuchtet. Der Transparenz halber, wir haben ja im Vorfeld schon irgendwie ausgemacht, die ersten zwei Improvisationen werden so 5 Minuten sein. Also haben wir da irgendwie schon so ein sehr restriktives Moment Ja, im eigentlich. Grunde Und genommen wurde quasi ein Stück vorgegeben. Also. ja, also das ist ja das eine. Und dann kommt noch dazu, dass du vielleicht irgendwie dir irgendwas Bestimmtes vornimmst. Aber wie gehst du eigentlich vor, wenn dich die Musik ganz woanders hinträgt? Also, wie gehst du mit Restriktionen um, wenn du eigentlich gerade musikalisch was anderes möchtest? Ja, das hängt immer ganz davon ab, was es für eine Situation ist, glaube ich. Also, wenn es im Fernsehen wäre, ja, ist das natürlich schlecht, umzusetzen, wenn man dann irgendwie auf einmal so den Moment hat, wo man jetzt so richtig frei auf einmal ist und gern frei spielen möchte und es dann nicht geht. Aber ich war bisher noch nicht im Fernsehen. Von daher ist das auch, ja. Aber du bist schon ganz nah dran heute. Ja. Ein Soloprogramm ist aus offensichtlichen Gründen natürlich irgendwie so ein bisschen naheliegend, so in Zeiten von Social Distancing. Und du bist heute ohne Band da, ohne MitmusikerInnen, auf die du reagieren Ja, wir haben könntest. alle Heute sogar auch abgesagt. noch ohne Publikum, jetzt mal von der Studio-Crew abgesehen. Also irgendwie, ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen einsam, oder? Wie gehst du damit um? Ja, also ich dachte, also so die letzten Wochen war es eigentlich so, ja, cool. Also ich fahre da jetzt so hin und dann spiele ich so ein Set. Geil. Und heute so im Zug dachte ich dann so, ja, da ist ja gar keiner. Und eigentlich ist es dann so, dass ich mir so schon echt Gedanken mache, wie ich das jetzt so mache, weil klar, da ist ja niemand und ich muss irgendwie so einen Flow hinbekommen. Und dann gehe ich meist auf die Bühne und dann mache ich halt einfach irgendwas. Also dann, weil das ist irgendwie dann das Beste, wenn man dann einfach so direkt anfängt und gar nicht erst mehr so drüber nachdenkt. Du interagierst quasi mit dir selbst. Ja. Ja. Apropos Interaktion, du hast im Juli diese Duo-CD mit dem Kontrabassisten Roger Kindtop veröffentlicht. Und wenn ich hier so durchlese, Zorn, Kubrick, Stockhausen, Xenakis, das sind oft Referenzen an andere Musiker und auch, ich meine, Kubrick ist noch nicht mal Musiker. Was kam denn da zuerst? Die Musik oder die Titel? Ja, das ist natürlich jetzt verrät man natürlich sein Geheimnis, weil alle immer denken, ja, das ist so voll connected. Nee, also schon auch connected zu den Titeln. Aber wir haben tatsächlich erst das aufgenommen. Es war auch so, dass wir, glaube ich, wir waren eine Woche auf Hiddensee, Roger und ich, auf dieser Insel und hatten diese Residenz bekommen. Und wir haben dann so am ersten Tag erstmal so rumprobiert und haben auch mal einen Standard gespielt und dann so, nee, nee, also irgendwie so. Und dann am zweiten Tag haben wir uns dann so, dann kam das alles so zustande, ja, lass doch mal probieren, so einzelne Situationen immer darzustellen, so einzelne Texturen. Und dann haben wir das aufgenommen und haben auch mit Overdubs gearbeitet. Und am Ende kamen dann irgendwann die Namen dazu. Also die hatten am Anfang auch noch so Arbeitstitel wie zum Beispiel schnell Okay. oder leise. Ja. Und das sind natürlich, ja, genau. Das sind natürlich Leute, die uns inspirieren. Das muss man auch dazu sagen. Also die Titel tragen die Namen von Leuten, die uns inspirieren. Zu dem Thema hätte ich auch noch eine Frage.
Mit der Big Band deines Freundes Pascal Clever bist du irgendwie die letzten Jahre irgendwie auch unterwegs gewesen und bist dabei auf teils sehr prominente Gastmusiker getroffen, zum Beispiel Evan Parker und Peter Brötzmann. Bei Evan Parker weiß ich, dass du den sehr verehrst. Wie war das, auf solche Giganten zu treffen? Ich meine, Evan Parker ist ja für den sogenannten Free Jazz irgendwie schon mega wichtig und vielleicht auch fürs Solospielen eine Inspiration. Ja, das war natürlich unfassbar. Also, ja, kann man da auch eigentlich, doch, man kann schon noch mehr dazu sagen. Also, ich war dann total überrascht, immer wie locker das war. Das lag vielleicht aber auch daran, dass, wenn es ganz viele Leute sind, dass man dann nicht so aufgeregt ist, wie wenn man jetzt so Duo mit Evan spielen würde. Wenn ich den jetzt gebucht hätte für 3 Tage und ich würde mit ihm Duo spielen, dann wäre das wahrscheinlich, wenn mir das Herz in die Hose gerutscht. Aber Vielleicht dein nächstes Projekt dann. ja, vielleicht. Du hast in unserem Vorgespräch nicht nur Inspirationen aus der Avantgarde-Musik und nicht nur aus dem Jazz genannt. Es ist der Name Snoop Dogg gefallen. Und da würde mich interessieren, was interessiert dich gerade an Snoop? Können da vielleicht InstrumentalistInnen auch irgendwie was mitnehmen von seinem Flow? Auf jeden Fall. Also ich hatte Snoop Dogg genannt, genau, das wäre nur ein Beispiel. Eigentlich ist mein Lieblings-Rap-Rapper oder Rap-Musiker ist MF Doom. Das ist so ein britischer Rapper und ja, eigentlich finde ich es bei allen Rappern, die ich jetzt gut finde, sehr interessant, dass sie halt, gerade weil sie halt so verschiedene Flows haben und manche rappen total drin im Grid und alles so sehr genau. Und manche können zum Beispiel so über die Barline rappen und haben so einen Flow, der so total über die Barline halt geht. Und dann kommen so in dem Song so Kicks und dann sind die aber genau zusammen wieder mit den Kicks. Und das bewundere ich einfach. Und wenn man dann mal so in die Jazzwelt guckt, gibt es natürlich auch Leute wie zum Beispiel Joe Lovano, die das ja auch unfassbar gut können halt. Sehr floaty über die Barline spielen und dann aber ab einem bestimmten Punkt wieder genau im Grid zu sein. Und ja, da habe ich mir einfach versucht, so ein paar Sachen im Sound der Stimme, im Sound, genau, im Sound der Stücke und natürlich auch im Flow was abzugucken. Mega. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel über Inspirationen geredet. Wir wollen jetzt auch wieder dich hören. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Und ich bin mega gespannt, was du als nächstes am Start hast, mit welchem Projekt du als nächstes um die Ecke kommst. Und das vorhin erwähnte Album Cells hier von Kindtopf und Fox ist auf Bandcamp erhältlich als CD oder Download. Ich freue mich total drauf, die durchzuhören. Ich habe in den letzten Tagen schon ein bisschen reingehört. Und Victor hat noch eine andere CD dabei, auch von Roger Kindtopf, mit einer anderen Besetzung, aber auch mit Victors Mitwirkung. Structure auf Double Moon Records erschienen. Und jetzt hören wir nochmal Victor Fox, Solo-Saxophon, live und in Farbe. Viel Spaß!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das war Victor Fox im Streaming-Konzert bei Und wir sind live. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, das freut uns. Wenn ihr die nächsten Konzerte auch nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal Hochschule für Musik Mainz. Und nächsten Mittwoch sitze ich da drüben am Flügel. Da gibt's Duo-Jazz mit François Heun an den Saxophonen und mit mir an Klavier und Akkordeon. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Habt's gut, bleibt gesund. Ciao.